Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Ghost Week in Wildlands. Mit mir und diesem komischen Busch. Wer ist denn bloß dieser komisch aussehende Busch? Ich bin ein Busch. In der Tat. So, wir machen die nächste Wir sind. Mission, wo wir in das Lager gehen und die drei Ich bin. Ausbilder töten müssen. Ich bin der Profi-Sniper, natürlich. Sieht man schon mein Outfit. Da, das glaube ich wird selig. Geh ein bisschen näher ran. Wir können das Gebiet leider nicht mit der Drohne ausscouten, da die da einen Störsender haben. Aber ich weiß auch nicht, wo der ist. Ja, den müssen wir Ist das finden. hier ein Störsender? Der Generator, aber wenn wir den ausschalten, wäre auch hilfreich. Zerstören Sie und schalten Sie ihn aus, um die elektrischen Verteidigungsanlagen abzuschalten. Hab noch einen, macht fünf. Lichtpanel ist sichtbar, Den klar. einen könnte ich ausschalten, der steht da komplett alleine fast. Vergesst den Bullet Drop nicht. Markiert den mal erstmal. Ja, der ist Oha, 9 wer Meter vorne entfernt, den drin? kriege ich locker weg, wenn er anhält. Komm schon, halt einfach Vorne an, erhöht. Kumpel. Vielen Dank, geht Gegner doch. getötet. Nach jedem Schuss immer nachladen, man weiß nie, wann das mal ganz Ziel mal Eins. leer ist. Wenn sie weiter Der vorgeht, dann Mond würde brennt ich. hier. Okay, jetzt kannst du vergessen. Pass auf, da fliegt manchmal so ein Helikopter über die Base. Wenn der kommt und uns sieht, sind wir gearscht. Ich würde gern. Sperre das Heli, unten bleiben. Kannst du versuchen, den Alarm auszuschießen? Bleib erstmal liegen. Den Alarm. Es Blinkt, blinkt ne? so ein bisschen, wo man treffen Ja. muss. Kann ich machen? Soll ich? Mach. Wenn du es triffst. Gut. Ja, easy. Haben wir schon mal ein bisschen weniger Stress. Ich hab's gerade So. verbuggt. Sollen wir mal das Lichtpanel ausmachen? Also sollen wir hier hinlaufen erstmal, also in der Richtung. Ja. Was ich habe Angebot. eine Idee, was wir noch machen können. Ich setze jetzt einfach die Rebellenaufklärung ein, um die restlichen Feinde in dem Gebiet quasi ausfindig zu machen. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend für uns aufzuklären. Muss ich. Okay, Feindpositionen werden weitergeleitet. Okay, das ist zwar nur ein kleines Gebiet, aber ich glaube, wir haben zwei oder drei aufgedeckt. Die Suchscheinwerfer, die können wir ausschalten. Soll ich das machen? Oder merken die das? Das kannst du nicht. Du musst die Dinge ausmachen, ne? Du musst, ich mache das lieber den Strom aus. Sehen die uns Kommst aber du ein bisschen vielleicht. näher? Bin schon ein bisschen näher. Ich bin sogar schon in der Basis drin. Was ist das für ein Zeichen? Nach, weil ihr schon geblendet und mit gleich stören wir den Stromanschluss. Wo ist denn der Stromanschluss? Aber den Generator müssen wir ja machen, ne? Das Blitzzeichen. Ja. Es ist ganz schön groß, die Base, ne? Das sind ja drei Base-Dinger, Ja. ne? Soll ich da reingehen und mich schon ein bisschen reinschleichen? Ja, ich aktiviere leider immer die Drohne aus Ich sehe einen Versehen. Scheißdreck, meine Drohne wird gestört. Ich würd jetzt auch echt gerne die Drohne aktivieren. Ich bin schon in Kriegst der du ein Basis bisschen drin. Deckung und sagst immer, wo die sind, weil ich bin schon drin. Bin auch schon längst drin. Mich würde mal interessieren, ob ich jetzt schwerer zu entdecken bin wegen dem Outfit. Würde mich echt mal Denke interessieren, glaube nicht. ich aber nicht, ne? Nee. Er wäre ja voll OP. Würde ich ja nur damit rumlaufen. Ja. Okay. Ich hoffe, im Haus ist. Aber ist auch schon drin? Dann müssen wir davor Ja, kommen. habe ich schon zweimal gesagt. Hier läuft mega scheiß Musik. Ja. Hinten steht einer. Ich glaube, der ist alleine. Soll ich den wegholen? Mach, wenn du dich triffst, triff ich. Gegner getroffen. Die haben es Die gecheckt. blinken. Wie können die das Das ist, gecheckt die haben haben? es Die haben den gecheckt. nicht gesehen. Lauf weiter, lauf einmal ein bisschen weiter. Ja, ah ja, stimmt, die suchen ja jetzt nach dem. Also Also, die wenn haben nur was einer gehört, sucht, sag ich kann ich mal den so. wegholen. Jetzt Ja, wissen wir, ach, dass sie scheiße. da sind. Da war ein Ding vor bei mir, der hat sich nicht richtig gedeckt. Kommst du runter? Ich bin schon runtergegangen. Warte mal, hier irgendwo soll man sein. Aber hinten ist der Typ, den wir erledigen müssen. Ich gehe gerade auf den Mein Gott, Sniper-Turm. das Licht blendet mich gerade so. Alarm. Ja. Wir wissen noch nicht Ey, genau, diese wo wir Sniper oben sind. gewesen. Mit dem Tarnanzug. Ja. Jetzt kommt Helikopter.
Er weiß ja nicht, wo wir sind. Aber mein Charakter macht gerade so Scheiße. Okay, den einen Kommandanten kann ich glaube ich gleich wegholen, wenn er sich richtig verhält, sage ich mal. Aber auf den Helikopter müssen wir aufpassen, der darf uns nicht sehen. Ich würde jetzt echt gerne mal Drohnen aktivieren. Der Kommandanten läuft wild irgendwo rum. Ich krieg den nicht, wenn er jetzt... Er rennt ja, aber in unsere Richtung. Warte, rennt in deine Richtung, der Kommandant. Wenn wir hier hochkommen, einer oder zwei? Sag wenigstens das. Nein, einer nur. Also der Kommandant, sage ich doch. Ja, du kannst das bei ihm. Warte einfach. Kommt hier gerade hoch? Bei dir ist der. Alter, da hätte mich gerade einer fast gesehen. Ja, der eine Kommandant ist hier. Den hole ich weg. Heli hätte mich fast gesehen. Ich musste zurück. Oder der Heli hat mich sogar gesehen. Toll. Wie hat er mich denn jetzt gesehen? Ich war auch schon, wieder außerhalb der Sichtweite. Muss hier drin bleiben, bis er mich verliert. Er kann nicht wissen, dass ich im Gebäude bin. Ich dachte, hier kommt keiner. Wieso ja. Da kommt keiner? Der war schon länger da, der Heli. Nicht der Heli. Wir sind gerade 3 Leute hochgegangen. Okay, die haben mich wieder halbwegs verloren. Ich konnte den Kommandanten leider nicht erschießen. Gerade in dem Moment wurde ich ihm entdeckt. Da nähert sich ein Helikopter. Heli, in den Staub. Kannst du versuchen, den Fahrer vom Heli zu holen? Nee, der Heli fliegt die ganze Zeit im Kreis. Ich krieg den nicht. Weil der Heli sieht mich selbst durch die Wand des Gebäudes. Das ist mega scheiße. Vor allem auch nachts sieht er ein. Das ist ein bisschen unfair, wenn ich ehrlich sein muss. Also ich komme hier nicht mehr raus, ne? Also ich bin nämlich im Turm und nur hier bin ich sicher. Ja, ich kann ja auch nicht weg. Der Heli fliegt die ganze Zeit über mein Gebiet. Und er sieht mich auch durch die Wände von dem Gebäude. Ich rück mal ein bisschen vor. Mal kurz. Sehr kurz, ich hätte eine andere Waffe gehabt auf einmal. Also auf mich wird von allen Seiten geschossen. Ja. Geil, bei mir war gerade mitten hinter mir einer, der mir nicht angezeigt wurde. Und die... Hab ich denn jetzt hier... Wo hat mich denn jetzt einer getroffen, bitteschön? Hier ist nirgendwo einer, der mich hätte treffen können. Ey, scheiße, hat... Ey, ich muss wegrennen. Wenn du in meine Richtung läufst... Ach. Ich bin tot. Digga, der Helikopter auf mich geschossen, es kamen 4 Leute, haben mich schon gepusht und ein Sniper war irgendwo hinten, der auf mich geschossen hat. Ja, aber ich wurde durch eine Wand getroffen anscheinend. Nämlich, da war einer hinter mir, der hat mir zwar sehr viel Schaden gemacht, den habe ich aber getötet. Dann hat mich irgendwas so getroffen. Ich habe aber nicht gesehen, was, noch nicht mal aus welcher Richtung der Schuss. Ja, immer noch. Ach, alles wieder von neu. Hat Vor- und Nachteile. Ja, warte mal kurz. Was jetzt mal anders. Bisschen können wir drohen. Das heißt, die wir getötet haben, schon tot sind. Zumindest einige. Aber es sind jetzt weniger. Aber kurz, ich laufe jetzt mal anders und versuche nur die Kommandanten wegzusnipen. Also ich habe alles im Blick, ne? Aber ich kann. Also ich bin ganz oben, ich habe das ja geskillt. Schnappt euch die Ausbilder und erledigt sie. Ach, die Fenster sind. Ich sehe nicht, ob man den durch den Fenster sehen kann. Kommandant, nur ob da was vor ist. Oder das Licht könnte ich wegholen. Das ist ein Treffer. Mach das Licht nicht. Du musst jedes einzelne Ding kaputt machen, deswegen. Ja. Einer der Kommandanten bewegt sich, den kann ich, wenn er rauskommt, vielleicht nee, wegholen. Ist ein Sniper, ne, drin. Wenn du den wegholen kannst, dann hol den weg. Ah, nee, das war falsch, aber ich habe einen Wassertank markiert. Blinkt einer. Warte, ich sehe mal, ob ich den wegholen kann. Ja, hat irgendeiner geblinkt, hat vermutlich gesehen, wie ich den einen weggeholt habe. Hast du ihn geholt, der geblinkt hat? Ja, habe ich. Hier ist doch der Kommandant.
Den kann ich, den einen kann ich glaube ich gleich wegholen, wenn er richtig geht. Ich geh in die Base rein, ne? Ja. Die Lichtpaneele sind an. Kannst du den Alarm holen? Oder warte mal, ich versuch's. Man muss einfach nur. Okay, ist kaputt. Alarm ist hier schon mal kaputt. Such mal was. Hier kommt man nicht rüber, hier ist überall Stacheldraht. Kommandant ist aber gerade auch an so einem blöden Punkt, muss ich sagen. Mitten im Gebäude drin und ich weiß nicht, wie man da reinkommt. Für manche Türen brauchst du auch Granaten, ne? Ja, aber das sind nur bei solchen kleineren Missionen, sage ich mal. Guck jetzt mal ein bisschen vor, die Gefährlichen, die uns gerade eben entdeckt haben, sind anscheinend schon tot oder woanders. Jetzt mal geduckt. Vor allem, sobald wir den ersten Kommandanten getötet haben, können wir das Gebiet hier verlassen und dann zum zweiten. Ich gehe zum Dings, ne? Zum Sniper-Turm. Ja. Drück mal so ein bisschen vor. Hey, jetzt ist das normaler Terrorist. Vorher war das ein richtiger Sniper, so ein Outfit und so. Ich glaube, das ist auch hier erstmal anders. Wo ist denn das Drohnensteuergerät? Weiß ich nicht. Hey, man kann doch fliegen, man sieht noch nicht so gut. Hier ist ein Sicario. Drüben beim Checkpoint. Ey, man kann fliegen, ne, mit der Drohne. Ja. Man erkennt halt nicht so gut. Ein Unidad-Vogel, aufpassen. Den Kommandant. Kommandant hat mich entdeckt, aber ich habe ihn. Okay, ja, einen habe ich. Ausbilder, hier haben wir schon. Ich glaube, ich gehe jetzt. Der Helikopter fliegt wieder über das Gebiet, glaube ich. Also pass auf. Ich verlasse das Gebiet hier und gehe außenrum zu den nächsten. Okay. Ja, also ich laufe durch das Gebiet. Hoffentlich werde ich nicht entdeckt. Ach, lieber nicht. Ist ein bisschen ganz schön risikoreich. Dann fällt gerade mal auf, genau. Der Heli ist ein Nodachi-Heli. Das heißt, der muss eigentlich verfeindet sein mit denen hier. Hey, die wollen mir auf der Karte nämlich gerade eben lila angezeigt. Das sind ja die mit uns verfeindet sind und mit unseren Feinden. Hier war jemand am Schlafen, ne? Der war einfach am Schlafen. Da hat mein Karriere einfach auf ihn drauf getreten. So möchte ich nicht aufgeweckt werden. Schläft länger. Okay. Aufwachen. Ich bin nicht so durch. Ja, also ich geh raus, das ist mir zu bunt. Ich komme nicht mehr raus, glaube ich. Ich muss wieder ganz offen rumlaufen. Ich muss wieder außen rumlaufen, ey. Ja. Okay, einer Kommandanten, den sehe ich ja. Der ist 300 Meter weit entfernt. Mit dem Bullet Drop komme ich ja nicht allzu gut zurecht. Bleib ich mal ein bisschen ran. Weil es ist auch gut, dass gerade Nacht ist und es regnet, nämlich durch den Regen hören die unsere Schritte nicht so gut. Dadurch, dass es Nacht ist, hören die insgesamt nicht so gut. Aber es gibt ja Nachtsichtgeräte. Ja, und Wärmesicht. Ey, wie gut, dass hier die Mauer offen ist. Sonst wäre ich nämlich nicht mehr rausgekommen, weil da alles voller Licht ist. Also kann ich das Licht ausmachen? Soll ich mal testen? Du kannst auch schießen. Ja, das geht. Ja. Ich hab das nicht ausgeschossen. Nee, das Störgerät ist hier immer noch. Kann man mit der Drohne, kann man auch markieren? Nee, oder? Nee. Weiß ich nicht. Die verschwindet einfach, wenn man zu weit weg ist von der. Also ich kann gerade über die ganze Map fliegen. Aber du kannst hochfliegen, ne? Dann checkt das Störsender Gerät das halt nicht. So, hier ist direkt einer bei mir. Ich kann ihn nicht wegholen, leider. Und ist auch einer. Besser mal geduckt. Niedrigeres Risiko. Hier sind zwei bei dir, ne? Recht? Ich weiß. Meine ich ja. Das sind zwei bei mir. Die beiden holen? Nee, da ist noch irgendwo ein Dritter, den wir noch nicht sehen. Genau. Ist zu risikoreich. Lass mich einfach ignorieren. Ja, ich ignoriere die auch. Ich leg mich gerade hin und drop dahin. Was ist das hier?
automatische Tür öffnet sich, wenn ein Fahrzeug der gegnerischen Nation, Fraktion nähert. Warte mal, das kenne ich glaube ich. Ich glaube, man kann irgendwie ein Fahrzeug klauen, dann da reinfahren. Dann raffen die das nicht. Warum geht er einfach rüber? Weil der Stachel gerade über der Mauer ist. Luftabwehr. Also am liebsten würde ich hier den Jammer kaputt machen. Ja, wenn das gehen würde, würde ich es auch. Hier ist noch ein Alarm. Mir ist hier einer. Wenn ich den ausschalte, könnte das aber einer sehen. Aber ansonsten komme ich nicht weiter. Außer der dreht sich um. Der raucht aber gerade. Warte mal. Den? Ja, soll ich ihn ausschalten? Holen wir. Okay, warte, der Rob ist gerade so hin und her. Das war's mit ihm. Ja, hat glaube ich auch niemand gesehen. Ich könnte einen holen, aber der steht in der Mitte. Also ich weiß nicht, ob das jemand sieht. Ich sehe eine kleine Gruppe Tangos. Noch einer. Soll ich es riskieren, ja oder nein? Wie bitte? Soll ich es riskieren? Er steht in der Mitte auf der Straße. 150 Meter weiter weg ist jemand, den ich aber nicht sehe. Soll ich es riskieren? Wenn du den triffst, dann ja. Ich erkenne eine kleine Gruppe Feinde. Nee, da kommen 3-4 Stück auf ihn zu. Okay, dann lass es. In mir kommt auch gerade einer, er könnte gleich die Leiche sehen, aber wenn der dann... Oh mein Gott! Hier sind zwei Autos vorbeigefahren mit MG. Einfach vorbeigefahren. Lass ihn noch weiterfahren. Mir ist ja einer, den kann ich gleich, glaube ich, gleich wegholen. Ey, ich schleife mich, glaube ich, in die Base rein, ne? Ja, mache ich auch gerade. Ich brauche ein Auto. Oh. Ich habe hier eine Idee, das müssen wir aber laut machen. Hier ist ein Panzer bei mir. Einer ist hier oben. Hilfe, Mann. Bei mir. Ich kann dir nicht helfen, du bist 200 Meter weit weg. Hier ist noch eine feindliche Base neben mir. Ich habe es gecheckt. Bei mir ist einer. Ich könnte gleich Alarm schlagen, aber ich hole den davor weg. Warum? Kommt Alarm? Warte, macht der Alarm noch kaputt? Nee, schießt das ist kein raus? Alarm. Da hat mich einer doch gesehen. Hier ist ein Alarm. Hörst mir nicht zu. Ich habe gesagt, da ist eine Person, die gleich Alarm schlagen könnte. Nicht einer, der auf den Alarm, der den Alarm aktiviert. Einfach schreit und so. Den Alarm könnte ich tatsächlich, glaube ich, kaputt machen. Soll ich es machen? Was? Den Alarm kaputt machen. Ich brauche ein Auto. Er fährt einfach weiter, ja moin. Na moin, er fährt weiter. Aber mir läuft es gerade richtig gut. Warten und Geduld haben zahlt sich eben aus. Also ich muss jetzt mit dem Auto eine Tür aufmachen. Du könntest auch einfach da reingehen, wo ich reingegangen bin. Also erstmal hole ich mir den hier. Muss aber ein feindliches Fahrzeug sein. Wie, kann ich nicht irgendein Auto holen? Nein, glaubst du, die lassen irgendwelche Zivilisten da einfach rein? Aber denkst du, die lassen einfach Feinde so easy rein? Ist auch dumm. Nein, das muss ja zu der Fraktion gehören. Tango ist tot. Na, wie sehen die Autos aus von denen? Ja, eben eins, wo Feinde drin waren vorher. Wie bist du da reingekommen? Ist einmal reingelaufen? Ja, da war ein Eingang. Da sind zwei bei mir. Ja, toll, die laufen gerade genau hintereinander. Dann trennen sie sich denn? Die sind genau in ihrem Sichtfeld. Warte, ich kann die mal sehen. Hab ich sie? Nein! Scheiße! Nein, jemand hat die Deckung überquert. Ach, scheiße. Mir wurde geschossen. Ich habe die Deckung aus, wenn die überquert, statt Alarm zu machen. Ach, komm, scheiße. Die fahren alle ab, ne? Die haben jetzt alle ab. Da konnte ich aber jetzt echt nichts zu. Ich wollte die markieren und meiner springt dann stattdessen über die Deckung. Lass uns die einfach holen und hauen die ab. Ja, die müssen wir jetzt. Die beruhigen sich, hat er gerade gesagt. Ja, bei deine vielleicht, bei mir nicht. Tango getroffen. Ist eine Waffenkiste. Digga, wie hat der ausgehalten? Gepanzert? Die halten hier, glaube ich, ein bisschen mehr aus.
Eine kommt zu mir. Hier ist noch eine Waffenkiste dir. Ich glaube, den Sniper da oben, ne? Ja, der eine. Oh mein Gott, lauf! Der eine ist bei mir in der Nähe. Ey! Hier ist Minigun. Der eine Boss ist erledigt, glaube ich. Ja, den haben wir gemeinsam. Digga, ich hab noch mit dem Minigun auf ihn raufgeschossen. Einer ist noch da, einer lebt noch. Das schaffen wir auch so, schnell, bevor der feindliche Heli kommt. Vielleicht habe ich eine Lucky Granate. Also das Drohnenstörgerät. Das Lucky Granate. Scheiße, da ist einer. Lauf, ich krieg Schaden. Scheiße, Stacheldraht. Das Drohnenstörgerät ist platt. Kann man hier durchschießen? Ja, hab ihn. Ich hab ihn. Man konnte durch das Feld schießen, ne? Ja, aber dann hauen wir jetzt auch ab. Boah. Das war ein bisschen angespannt. Wir sind hier fertig. Soll das wirklich komm, lass abhauen. Aber absolut, wenn sich das hier, hier sind Garagen mit Autos. Hier ist noch, hier ist noch ein Waffenteil. Hier ist noch ein Waffenteil. Bei mir. Wo? Das hole ich mir jetzt noch. Hier. Das ist dieser Scharfschützengewehr. Glückwunsch. Habe ich mir schon geholt. Einfach nur ein Einblick. Los geht's. Achso, das war's. Hast du das schon? Was ist hier ja, drin? Ein Scharfschützengewehr gewesen. Das hast du schon. Achso. Ich hau jetzt einfach so ab. Jetzt hab ich's erst. Und hier auch ein Auto. Ja, würde ich sagen, Mission geschafft. Ist beim ersten Mal ganz schön noobig angestellt und beim zweiten Mal ist ja zum Glück besser. Bis zu dem Punkt, wo ich die falsche, beziehungsweise das Spiel die falsche Taste gemacht hat. Beziehungsweise es war ein Fehler vom Spiel und von mir. Nicht das Spiel hat das so gesehen, dass ich an der Deckung war, aber ich habe nicht anvisiert, während ich X gedrückt habe. Aber egal, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge? Ich hoffe, sie hat euch gefallen und tschüss und bis zum nächsten Mal.